Oh nee, da lag schon wieder mein YouTube-Money auf dem Bett rum. So ein Mist aber auch. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es mal den What's on my phone Tag für euch. Ich werde euch heute zeigen, welche Apps ich so auf meinem Handy habe. Und bevor wir jetzt damit anfangen, wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass momentan noch ein Gewinnspiel läuft. Ihr könnt eine dieser drei Karten gewinnen. Zu gewinnen gibt es eine 25 Euro Netflix-Karte, eine 15 Euro iTunes-Karte oder eine 15 Euro Google Play-Karte. Ja, und um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr einfach meinen Kanal kostenlos abonnieren, was ihr auf jeden Fall mal tun solltet, um keine weiteren Videos von mir zu verpassen. Ansonsten müsst ihr dem Video einen Daumen nach oben geben und einen Kommentar schreiben, wie ihr das Video fandet, und gegebenenfalls solltet ihr noch schreiben, was ihr von diesen drei Karten gerne haben wollt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück, wenn ihr teilnehmt, und wir starten jetzt direkt mit dem Video. So, ihr seht jetzt hier meinen Bildschirm eingeblendet, und für die Leute, die es interessiert, ich benutze das iPhone 7 momentan und bin damit auf jeden Fall zufrieden. Das heißt, ja, falls ihr ein Handy sucht, kauft euch einfach mal das iPhone 7. Ich bekomme hierfür kein Geld, Leute. Das ist einfach nur meine Meinung. So, auf der ersten Seite seht ihr natürlich diese ganzen Standard-Apps, die eigentlich jeder iPhone-Nutzer so hat. Die benutze ich natürlich alle teilweise, um Fotos zu machen, um E-Mails zu lesen und so weiter und so fort. Genau, und unten seht ihr schon mal drei Apps, die nicht von Anfang an auf dem Handy sind. Und zwar WhatsApp, Snapchat und Instagram. Ja, WhatsApp benutze ich, um einfach mit Freunden in Kontakt zu bleiben, um einfach Bilder zu versenden und sowas. Ich denke mal, die meisten von euch wissen, was WhatsApp ist und wofür man WhatsApp braucht. Genau, dann gibt es noch Snapchat. Ich muss dazu natürlich sagen, ich benutze Snapchat nur privat. Das heißt, Leute, fragt gar nicht erst nach meinem Namen. Ja, da snap ich halt mit meinen Freunden, schicke einfach ein paar Bilder und Videos hin und her, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall eine ganz coole App so für nebenbei. Und dann gibt es Instagram, Leute. Und Instagram ist wirklich eigentlich momentan so meine Lieblings-App mit YouTube. Und ihr könnt mir gerne mal auf Instagram folgen. Ihr seht hier auf jeden Fall, wie ich heiße, und zwar Sotranix. Momentan habe ich 31.400.000 Follower. Ist auf jeden Fall schon eine ordentliche Zahl. Ihr könnt gerne mal mir hier folgen und meine ganzen Bilder durchliken. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Genau, so viel zum Thema Instagram. Weiter geht es dann mit der zweiten Seite. Hier seht ihr auch so ganz normale Apps, zum Beispiel den Rechner, Musik und so weiter und so fort. Die benutze ich natürlich auch alle. Aber die interessanten Sachen kommen dann erst hier. Unter Dienstprogramme sind die. Und zwar einmal die YouTube Studio App. Genau, in dieser App kann man so ein paar Statistiken sehen, zum Beispiel, wie viele Aufrufe hat mein neues Video in Echtzeit, weil YouTube hängt da immer so ein bisschen hinterher und so weiter. Man kann Kommentare direkt beantworten. Das ist auf jeden Fall eine coole App, die ich jedem YouTuber empfehlen kann. Also, wenn man YouTuber ist, sollte man auf jeden Fall diese App besitzen und nutzen. Und für die anderen ist die, denke ich mal, eher nicht so relevant. Weiter geht es dann mit der App Subcount, wie der Name schon verriet. Ja, kann man in dieser App sehen, wie viele Abonnenten man jetzt gerade in diesem Moment hat. Auch da hängt YouTube hinterher. Zum Beispiel steht hier, dass ich in Echtzeit, dass ich jetzt gerade 111.591 Abonnenten habe. Und bei YouTube steht vielleicht, dass ich 111.500 habe. Das heißt, YouTube hängt immer so ein bisschen hinterher. Und um genau zu wissen, wie viele Abonnenten man gerade hat, ist diese App nützlich. Und ja, gerade wenn man zum Beispiel kurz vor den 100.000 steht oder so, ist das eine ganz coole Sache, denn dann weiß man genau, wann man die 100.000 hat. Ja, habe ich zum Beispiel auch relativ viel benutzt und ich benutze immer noch relativ viel. Genau, dann gibt es YouTube. Ich denke mal, YouTube ist jedem ein Begriff. YouTube, da schaut man Videos und ihr schaut auch gerade dieses Video hier auf YouTube. Wer hätte es gedacht, Leute? Keine Ahnung. Genau, dann gibt es Social Blade. Auf Social Blade kann man zum Beispiel sehen, wie viele Abonnenten man letzten Monat gemacht hat. Und man kann auch andere YouTuber sich anschauen, wie viele andere YouTuber an Abonnenten gemacht haben. Ja, ist eine ganz coole App, um einfach mal so ein paar YouTuber auszuchecken und mal so ein paar Informationen über die zu bekommen. Genau, dann geht es weiter mit Spotify. Ist eine App, die ich zum Musikhören benutze, teilweise draußen, aber eigentlich eher zu Hause, weil ich halt nicht so gutes Internet habe und mit WLAN kann man die App am besten benutzen. So, dann geht es weiter mit Netflix. Auf Netflix schaue ich Serien. Ich muss dazu aber sagen, ich schaue die gar nicht hier auf dem Handy, sondern eher auf dem iPad oder auf dem MacBook. Meistens aber auf dem iPad. Und da gibt es auf jeden Fall ein paar coole Serien. Und vielleicht gewinnt ihr so eine Karte und dann werdet ihr auf jeden Fall merken, okay, das ist eine geile App. So, dann gibt es natürlich noch Speedtest. Da kann man testen, wie gut sein Internet ist. Und natürlich Clash Royale. Ist ganz klar, nehme ich natürlich auch oft. Für Videos zum Beispiel.
Kann man halt mal nebenbei spielen, macht auf jeden Fall Spaß. Dann gibt es noch Twitch. Die App benutze ich gar nicht so oft. Ich schaue gar nicht so oft irgendwelche Streams auf Twitch. Aber wenn ich welche schaue, dann mache ich das meistens über diese App. So, ja, hier hatte ich noch zwei Apps, die sind ein bisschen irrelevant, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. KLM, da habe ich mal so einen Flug gebucht, beziehungsweise ich brauchte die App, um einzuchecken im Flughafen. Ja, aber momentan fliege ich nicht. Weiter geht es auf der letzten Seite, Leute, und zwar Musical.ly, da schaue ich mir eher andere Musical.lys an. Selber drehen tue ich eher keine. Wenn ihr darauf mal Bock habt, dann schreibt es mir einfach mal. Übrigens ist mein Name da vergeben, Dankeschön an dich, Sutranix. Ja, dann geht's weiter mit der App Balls. Die ist ganz cool. Kann ich euch auch mal kurz zeigen, Leute. Und zwar könnt ihr hier einfach so ein bisschen, ja, mit so einem Ball rumschießen und müsst halt diese Kasten da, oder diese Kästen, meine ich natürlich, müsst ihr einfach wegbekommen. Und die Kästen dürfen natürlich nicht, die Kästchen dürfen nicht, ne? Kästchen, ja. Kästchen. Die Kästchen dürfen halt nicht den Boden berühren, sonst hast du verloren. Ist eine ganz coole App für nebenbei, kann man sich auf jeden Fall auch mal geben. Weiter geht es dann auch mit Twitter, Leute. Und auf Twitter bin ich nicht so aktiv, muss ich ganz klar sagen. Ich kann euch hier mal mein Profil kurz zeigen. Ihr seht hier, ich habe nur 249 Follower. Ihr könnt mir dort gerne mal folgen auf Twitter. Ihr seht ja hier meinen Namen. Und ja, hier zum Beispiel mein letzter Post. Kennt ihr das, wenn ihr in den Trends seid? Danke, da war ich in den YouTube-Trends. Sieht man hier auch nochmal unten links so ein bisschen. Genau, die benutze ich halt so ab und zu mal, aber nicht so wirklich aktiv. Aber ich würde sie gerne mal aktiver benutzen, aber keine Ahnung. Ich komme irgendwie nicht dazu. So viel zum Thema Twitter. Dann gibt's PixArt. Da kann man Bilder bearbeiten. Dann gibt's hier noch so ein paar Spiele, die ich nicht unbedingt mehr spiele. Dann gibt es Skype, da telefoniere ich halt mit so ein paar YouTube-Kollegen, Puki, bla bla bla, zum Aufnehmen und ja, um irgendwie mit irgendwelchen Leuten zu schreiben. Ja, Brawl Stars, kennen viele von euch, das neue Supercell-Game, das bald erscheinen wird, offiziell. Habe ich auch so ein bisschen gespielt, spiele ich aber gar nicht mehr. Dann gibt es hier noch Pokémon Go, das habe ich auch ein bisschen gespielt. Und zu guter Letzt gibt es hier noch Airshoe, was relevant ist, was eine relevante App ist. Airshoe benutze ich, um mein iPhone-Display aufzunehmen. Momentan geht die App nicht, deswegen mache ich das mit dem MacBook, denn wenn man zwei Apple-Geräte hat, kann man über QuickTime das Ganze aufnehmen. Ja, und das sind auch schon alle Apps, die ich so auf meinem Handy habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Folgt mir alle mal auf Instagram und Twitter, das würde mich echt mega freuen. Und vergesst auf gar keinen Fall, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr in Zukunft immer benachrichtigt werden wollt, dass ich ein neues Video hochgeladen habe. Und aktiviert auch mal die kleine Glocke hier so neben dem Abonnieren-Button. Kann man sich nämlich alles mal geben und ist alles kostenlos heute. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin, haut rein und tschüss. A smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in there.